Das ist Frau Professorin Hobbs. Sie ist Spezialistin für das alte Ägypten. Räuber haben aus einer Bank Gold gestohlen. Wir wissen, dass es jetzt in einem Grab im Tal der Königinnen versteckt ist. Ihr müsst es holen. Es wird gefährlich sein. Seht mal, dieser Polizist hat es versucht. Aber mein Freund, Professor Amenhotep, hilft euch. Ihr trefft euch auf einem Schiff auf dem Nil. Toll, und sie haben einen schönen Ring. Ist das eine Sphinx? Ja, es gibt nur zwei Sphinx-Ringe. Der andere gehört meiner Schwester. Na dann, viel Glück. Eva und Daniel fuhren auf einem Schiff den Nil hinauf. Sie sahen die Wüste und viele Pyramiden. Eines Tages kam ein Mädchen. Hallo, ich bin Anipe, die Nichte von Professor Amenhotep. Mein Onkel hat Zahnschmerzen und ist nach Kairo zum Zahnarzt gefahren. Deshalb bin ich da. Ich bin klein, aber ich weiß viel über Geografie und Geschichte. Und ich kann Hieroglyphen lesen. Was ist das? Das ist die altägyptische Schrift. Im Grab werden wir Hieroglyphen lesen müssen. Anipe ging mit ihnen zu einem Grab im Tal der Königinnen. Da war das Grab von Nefertari, der wichtigsten Ehefrau des Pharaos Ramses II. Schlangenprüfung, Schwerterprüfung, Feuerprüfung. Triffst du ein, stirbst du. Oh, das ist gefährlich. Ach, was? Los, gehen wir. Sie gingen hinter Anipe in das Grab. Sie rollten den Stein weg. Die Tür war nun offen. Und sie sahen Schlangen, sehr unsympathische Schlangen. Das war dann wohl. Aber nach Hause, hier kommen wir nicht durch. Einen kleinen Moment. Anipe spielte auf einer Flöte. Folgt mir. Ihr dürft den Schlangen nicht in die Augen blicken. Dann passiert euch nichts. Ich brauche einen neuen Beruf. Sie kamen wieder zu einer Tür. Davor war ein großer Stein und darüber stand etwas in Hieroglyphen. Schwerterprüfung? Was heißt das? Weiß ich nicht. Wenn wir die Tür öffnen, sehen wir es. Eva fühlte sich jetzt besser, weil die Schlangen weg waren. Sie begann, den Stein wegzuholen. Oh, Schreck! Als Daniel die Schwerter sah, die von der Decke herunterfielen. Das war's dann wohl. Ab nach Hause. Hier kommen wir nicht durch. Einen kleinen Moment. Folgt den Steinen und blickt nicht nach oben. Daniel und Eva gingen hinter ihr her. Links und rechts fielen Schwerter zu Boden. Aber ihnen passierte nichts. Endlich waren Anipe, Eva und Daniel im Raum mit dem Gold. Sie sahen zwei Männer mit Schwertern. Plötzlich sah Daniel einen Wink mit Sphinx auf dem Hand der Mumie. Oh, das war die Schwester, die Professorin Hobbs. Daniel, Eva und Anipe gingen mit der Schwester der Professorin hinaus. Draußen sahen sie den Chef, die Professorin Hobbs und auch Professor Amenhotep. Steine wurden weggelaut. Im dritten Raum fanden sie das Gold. Jetzt im Nefertaris Grab wieder leer und die Mumie. Die gibt es nicht mehr.